erzirkt, wenn's friert, für sie den Mantel aus, wie es er sie kehrt, er ist darauf trainiert, er steht auf sie, aber er sagt ihr's nie, er tut sich schwer im Wortverkehr. Das ist sein Recht als stärkeres Geschlecht. Er ist als Sieger ziemlich gut, als Verlierer leider schlecht. Man darf nicht zuschauen, wenn er in sein Polster warnt. Er darf nicht zuhauen, redet er mit dem Rücken an die Wand. Er kann nicht zeigen, dass er ohne sie von Gott verlassen ist, weil Schweigen Männersache ist. Weil Schweigen Männersache ist. Er tobt sie aus, er bringt die Kohle aus, ist sie gekränkt, wird sie beschenkt, und er bleibt hart, gibt also ein Ehrwort, weil durch Ehre jeder Männermund verstummt. Das ist sein Recht als stärkeres Geschlecht. Er ist beim Lieben ziemlich gut, bei der Wahrheit leider nicht. Man darf nicht zuschauen, wenn er in sein Polster wandt. Er darf nicht zuhauen, redet er mit dem Rücken an die Wand. Er kann nicht zeigen, dass er ohne sie von Gott verlassen ist, weil Schweigen Männersache ist. Mit ihm da hat der Teufel manchen Pakt. Es geht alles klar bis zum ersten Herzinfarkt. Man darf nicht zuhören, wenn er in sein Polster warnt. Er wird nicht aufhören, bis er am Arm heute zuwelangt. Er kann nicht zeigen, dass er ohne sie von Gott verlassen ist, weil Schweigen Männersache ist. Weil Schweigen Männersache ist. Weil Schweigen Männersache ist.